Willkommen, Leute, zu einem Projekt, was ich schon mal vor 2 Jahren let's played habe. Wo ich noch meine Kiddie-Stimme hatte. Und zwar spielen wir nochmal Pokémon Platin. Es musste ja leider abgebrochen werden, weil, naja, es mit Kamera dann einfach immer mal keinen Spaß gemacht hat. Oh, scheiße. So. Und, naja, ich habe ein kleines Best-of von diesem alten Let's Play erstellt. Und, naja, schaut es euch einfach mal an jetzt. Viel Spaß, Leute. Und bis dann. Ja, und damit sage ich herzlich willkommen beim ersten Part von Pokémon Platin Edition. Das wird mein erstes Projekt für Pokémon werden. Und mein zweites insgesamt. Die anderen zählen nicht mit, weil es Schrott war. So, da fangen wir mal an. Bitte berühre den Pokéball. Oh ja! Nein, nein, nicht so. Die Schaltfläche des Pokéballs. Ja, hier so. Man sieht es jetzt zwar nicht, aber ich sag's euch, Passi. Passt jetzt eigentlich gar nicht. Passiline. Oder? Nee. Sehr schön. Du bist also Passi. Ja! Das ist aber mal ein schöner Name. Und dieser junge Mann hier, ich glaube, das ist dein Freund. Psycho-Gamer. Passi! Ich kann keine Frauenstimme, tut mir echt leid. Barry ist schon weg. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber er ist ziemlich schnell Jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Hört mal auf zu quatschen jetzt. Gib mir die Pokémon, das war's. Triff bitte eine Entscheidung, welches Pokémon du nehmen willst. Nein. Ja. Ja, dann machen wir 10 Mal hintereinander das gleiche. Da ist schon die Sonne untergegangen. Du. Der Fluss der Zeit. Der sich dann da. Ich kann das nicht lesen. Der Raum. Boah. Doch komm, kann man auch jemand anderer kommen? Passi! Das ist eine technische Maschine. So, und jetzt will ich einen Schlagerlili. Komm bitte. Ey, warum ist die Welt gegen mich? Es muss schwer sein für die internationale Putzi. Was erzähle ich da? Putzizei? Ja, so geil, wenn jetzt, so wie Ash jetzt so, ja, ich habe es geschafft, wir haben einen Kolon, Pikachu, oder keine Ahnung, wie auch immer. Vogel plus Käfer ist gleich, om nom nom, 4, oh nein, hoppla. Da habe ich mir einen Tempera was? Oh mein Gott, nee, jetzt sag mir nicht, deine Mama. Ich bin dann mal weg. Da hat 6 Carpadors, das sehe ich jetzt schon. Yannick besiegt. Was, Japsen? Ach, Jaspen. Oder, hä? Yeah? Muss ich dann nochmal ein Video angucken. Stand da ja Japsen? What the fuck? Huch, warum ist das? So. Man kann sagen, nicht die Japaner hier beleidigen. Wo sind wir denn hier? Da habt ihr es gehört. Bin gleich da. Geht ganz schnell. Dauert wirklich nur ein paar Sekunden. Und du hörst mal auf zu ticken jetzt. Nicht so dunkel. So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt hast du nicht angebrannt. So. Du bist der Nächste. You have down. Meine Lieblings... Let's Playerin wollte ich gerade sagen. Meine Lieblings... Arena-Leiterin. Oh, boah, ey, schaut das Level an. Es ist noch nicht zu Ende. Oh, what the fuck. Obwohl nicht so effektiv, ziemlich viele. Was zum... Nein! Hä? Was?
Unglaublich, du bist sehr gut, wie? Was? Was? Das war ein One-Hit! Ja, das zieht sich jetzt aber genau da um. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand und da ist jemand. Hust. Mann, ich brauch sowas nie. Ich weiß gerade selber nicht, warum ich geheilt habe. Ich bin einfach nur doof. So, dich tue ich weg, tschüss. Super, klingt das nicht wie ein Ninja, der aus seinem Versteck zuschlägt? Was? Zubat! Hört sich überhaupt nicht so an. Und bevor ich loslege, gebe ich einen Tipp an dich weiter. Nein! Nein! Halt's Maul! Fresse! Tschüss. Nein! Mario Master! Er ist noch zu jung. Okay, blieb drin. Ist ja nicht schlimm, trink mal einfach eine Tasse Kaffee und beruhigen uns. Mann! Wenn du mich besiegst, wird dir etwas Mieses passieren. Verlass dich drauf! Was war das? Und wieder zurück. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, let's go again! Mein Lieblingsspiel. Hallo du, freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Eibe, aber jeder nennt mich einfach nur Pokémon-Professor. Zunächst möchte ich dich etwas fragen. Ist dies dein erstes Abenteuer? Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir an der absolut richtigen Adresse. Nein. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Hier habe ich einen Pokéball. Bitte berühre den Ball in der Mitte. Ah, so. Ihh, was für Ohr? Ja, wir Menschen leben mit dem Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Und was ich tue, willst du wissen? Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen über dich? Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Also ich bin ja eigentlich ein Junge, aber ich mag die Lucia einfach sehr, 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 sehr doll. Und ich glaube, ich habe sie beim alten Let's Play auch so benutzt. Aha, du bist also ein Mädchen. Nein. Verrätst du mir auch deinen Namen? Pessi! Du bist also Pessi. Yep. Sehr schön. Du bist also Pessi. Das ist aber ein sehr, sehr schöner Name. Und dieser junge Mann hier, ich glaube, das ist dein Freund. Wie er wohl heißt? ja, ich nenne ihn einfach mal... Bitte friss mich dafür nicht, okay? Wo immer du auch steckst gerade. Lukas, sagst du, so heißt dein Freund also? Yep. Freund. Rivale, meinst du? So. Nun, Pessi, die Zeit ist gekommen. Du wirst nun Abenteuergeschichte schreiben. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon der Menschen treffen. Und Menschen treffen. Und auf deinem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren. Da bin ich mir sicher genug. Da bin ich mir sicher. Genug geredet. Die Welt der Pokémon wartet. Schrumpf, 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 schrumpf. Pokémon steht. Pokémon sind stets bei uns. Ich hoffe, du verstehst die Bedeutung der Worte. Diesen Vermerk hat der aus der Kanton
Was? Kanto-Region nach Sinnoh zurückgekehrt zu Professor Aiba hinterlassen. Und damit beenden wir unsere Sondersendung. Frag Professor Aiba. Ihr Jubelstadt TV. Wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Oh. Da bist du ja. Hey, Pessi, hast du das gerade im TV gesehen? Klar hast du. Professor Aiba ist dieser super wichtige Typ, der Pokémon erforscht, oder? Also muss er doch säckeweise Pokémon zu Hause haben. Wir müssen ihn nur fragen und er gibt uns welche ab, bestimmt. Es leckt ein bisschen, sorry Leute. Hey, ist das der neue PC? Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Richtig, also wir gehen zu Professor Aiba und holen uns Pokémons. Ich warte da mal draußen. Mach schon, Passi, komm nicht zu spät, sonst musst du Strafe zahlen. ich brauche eigentlich einen neuen Laptop, also der leckt mir echt zu viel. Der X-Knopf öffnet das Menü. Wow! Ich gehe aber erstmal pennen. Okay, Passi! Lukas ist schon weg. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber er ist ziemlich schnell hingesaust. Hinausgesaust. Hä? Passi, geh nicht ins hohe Gras. Wilde Pokémon könnten dich angreifen, wenn du durchs hohe Gras gehst. Das wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest, aber pass auf dich auf, Liebling. Keine Sorge, das mache ich schon. Die neue Technologie haut mich glatt aus den Latschen. Ich meine, du kannst mit Leuten auf der ganzen Welt spielen. Und das drahtlos. Ja, Logik. Dass die das wissen. Hast du schon gehört? Der Pokémon-Professor ist in den Nachbarort zurückgekehrt. Er soll 4 lange Jahre weg gewesen sein. Ob er wohl in der Zeit etwas Faszinierendes über die Pokémon herausgefunden hat? Du, hör mal, Passi, ich möchte ein niedliches Pokémon haben. Hab ich leider noch keins. Tut mir leid, Süße. But maybe next time. So. 2 Blattdorf, Frische und Freiheit. Es stimmt schon, dass wilde Pokémon ab und an Menschen angreifen, aber sie öffnen sich den Menschen auch, sodass man sich mit ihnen anfreunden kann. Och man, ich habe das Spiel vermisst, aber schade, dass es so leckt. Du verbringst viel Zeit mit Lukas. Ihr seid wahre Freunde. Oh. Ja. Sehr viel Zeit. True Story. Autsch! Was? Wie? Oh, hey, Passi! Hey, ich gehe zu Professor Aiba und du kommst mit. Beeil dich! Ach, jetzt mach einfach! Arg! Hab was vergessen! Ah, wie der echte Lukas. Er vergisst immer auch alles. So. Oh, hi, Passi! Du suchst bestimmt Lukas? Er war kurz verschwunden und ist dann wieder nach Hause gekommen. Der Junge kann einfach nicht still sitzen. Was er jetzt wohl wieder vorhat? Jep, er hat etwas vergessen. Dann mal schauen. Ich nehme besser auch mein Beutel und mein Tagebuch mit. Hä? Oh, hey Passi. Ich warte auf der Straße auf dich. 10 Millionen Pocket-Dollar Strafe, wenn du zu spät kommst. Ja, sonst noch was? Ja. Wenn ihr irgendwie noch andere Ideen habt, wie ich dieses verdammte Lecken wegbekomme, schreibt's mir mal in die Kommentare. Ich bräuchte echt mal Hilfe dafür. Es kann doch echt nicht sein, dass es die ganze Zeit so leckt.
Hab im Internet nachgeguckt, alles, aber es klappt einfach nichts. Nicht mal dieser Razer Booster geht. Ja, Percy, suchst du Lukas? Er hat sich vor einiger Zeit aus dem Staub gemacht. Aber weit ist er bestimmt noch nicht bekommen. Du holst ihn sicher ein. Mal schauen. Er ist ziemlich zackig. Aber da ist er ja. Bist du langsam? Also gut, lass uns zu Professor Eibes Labor gehen. Warte, ich darf da nicht rein. Was? Geh nicht ins hohe Gras, oder? Keine Sorge, kein Problem. Es macht nichts, dass wir keine Pokémon haben. Vertrau mir einfach, ich habe da eine großartige Idee. Hör zu, du weißt, dass wilde Pokémon dich angreifen, wenn du durch das hohe Gras läufst, nicht wahr? Also musst du nur schnell genug von einem Fleck Gras zum nächsten rennen, bevor ein wildes Pokémon erscheinen kann. Wenn wir rennen, dann können wir Sandgem erreichen, ohne auf ein wildes Pokémon zu treffen. Also bleib mir dicht auf den Fersen. So, los geht's. Auf die Plätze. Fertig. Wartet! Hä? Wie es manchmal leckt und manchmal nicht und manchmal leckt und manchmal nicht, das ist doch echt unnormal. Ihr beide besitzt doch gar keine Pokémon, oder? Warum wollt ihr denn durch das hohe Gras gehen? Hey, Percy, dieser Opi. Das ist Professor Eibe, habe ich recht? Was macht er hier? Sie wollten ins hohe Gras, weil sie Pokémon haben wollen. Was tun? Ihre Welt würde sich mit Sicherheit ändern, wenn sie Pokémon hätten. Wäre es richtig, wenn ich sie auf diesen Weg bringen würde? Ihr beide, ihr liebt Pokémon wirklich, oder? Ja. Sicher lieben wir Pokémon. Ich frage euch noch einmal, ihr beide, ihr liebt Pokémon wirklich, oder? Wie bitte? Das kann man uns noch tausendmal fragen. Diese Antwort wird sich nie ändern. Wir werden tausendmal antworten, dass wir Pokémon lieben. Stimmt doch, oder, Percy? Ja. Ein paar sorglose Kinder, die einfach so ins hohe Gras gehen wollten. Und das ohne eigene Pokémon? Ich denke mit Schaudern daran, was solche Leute mit Pokémon anstellen würden. Dann verzichte ich eher auf ein Pokémon. Denn ich war es, der unbedingt durch das hohe Gras wollte. Das nenne ich ehrlich. Also gut, ich vertraue euch beiden mein Pokémon an. Und ich entschuldige mich, dass ich euch getestet habe. Wie dem auch sei, ihr müsstet mir versprechen, dass ihr euch nie wieder so gedankenlos in die Gefahr bringt. So. Wo hab ich nur... Lecky. Professor Eibe, Sie haben Ihre Taschen am See vergessen. Stimmt etwas nicht? Ah, da ist sie. Du kommst genau richtig, Lucius. Ich wollte den beiden hier gerade ein eigenes Pokémon anvertrauen. Was? Aber diese Pokémon sind doch wichtig für Sie. Sie geben sie ab? Wir leben Seite an Seite mit dem Pokémon. Und für jeden kommt einmal die Zeit, auf Pokémon zu treffen. Es gibt eine Welt, die man zusammen mit Pokémon entdecken sollte. Und für diese beiden ist heute die Zeit gekommen. Hier und jetzt. Hier und jetzt. Nur zu, öffnet die Tasche und wählt eure Pokémon. Wirklich, Professor Eibe? Ich kann es kaum glauben. Ich bin so glücklich, dass ich nur noch grinsen kann. Percy, du kannst zuerst wählen. Hey, ich bin ja schließlich schon so gut wie erwachsen. Da kann ich mich ruhig in Zurückhaltung üben. Yay, der Pokémon. So, welches Pokémon ich wählen werde, werden wir im nächsten Part sehen. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich nehme. Bis bald und ciao! Raaah!